Salve, willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit Mallorca. Der Grafschaft von Mallorca wohlgemerkt noch. Wir sind immer noch ein kleiner, unbedeutender Fleck auf der Weltkarte. Und das Ziel ist Galura. Wir erheben einen Anspruch auf diese wunderschöne Gemeinde. Letzte Folge gab es ja einen dicken Krieg zwischen uns und, wer war anders eigentlich? Barcelona? Gibt es überhaupt noch? Ich weiß, jetzt kann doch nicht sein. Ich habe gestern aufgenommen. Ne? Ich habe gestern habe ich aufgenommen. Ich habe vergessen, wer uns angegriffen hat. Es müsste Barcelona gewesen sein. Die gibt es scheinbar nicht mehr. Kulturell hier, die Region. Und die war doch unabhängig, oder? Warte mal ganz kurz. Das können wir klären. Das ist Barcelona. Pass auf, Herzogtum von Barcelona. Ah ja, doch, die gibt es noch. Wem bist denn du untertan? Königreich von Westfranken. Ja, der hat uns auf alle Fälle angegriffen, der Hundling. Leider können wir uns nicht an ihm rächen, weil er steht ja unter dem Schutz der Baguette-Kaiser. Könige, Baguette-Könige. In dem Fall, oh, ist der hässlich. Was ist mit dir passiert? Treue schwören, ich glaube, du hängst. Was ist das? Ja, König Hoa, stimmt, wir können dir die Königshöfe auch angucken von anderen. Und wie sie sehen, sein Thronsaal, da hat er auf alle Fälle mal einen Kelch. Man kann sich aber das nicht mehr anschauen, hm? Schon wieder eine Brosche. Sehen wir die Charaktere. Da ist der Alte persönlich. Was? Verschont von skandinavischen Abenteurern. Wird nicht von landlosen skandinavischen Abenteurern angegriffen. Feigling. Wir haben Rufpracht. Oh, die ist relativ gut tatsächlich. Stufe 7. Vormundschaft anbieten, Akzeptanz für Vasallen plus 20, Einkerkernchance plus 10%, monatliche Lebenswanderung plus 10%. Ach so, jede Stufe gibt quasi einen Bonus. Und jede weitere Stufe gibt einen extra Bonus dazu. Okay, fände ich ja sicherlich cooler, würde mir alles angezeigt werden, was ich da hätte. Aber gut. Inspirierte Charaktere kommen öfter an den Hof. Schaltet die Ratsaufgabe königliche Gunstverleihen frei. Schaltet die Ratsaufgabe Leibgarde anleiten frei. Krass, Stufe 4, die ist krass. Höflinge und Gastmeinung plus 15. Prestige plus 0,45, Meinung Vasall plus 5. Meinung von Vasall plus 3, Höflinge und Gastmeinung plus 4. Achso, nee, das ist hier die Hofpracht-Erwartungen. Es gibt auch Erwartungen, was wir haben müssen. Also in dem Fall seine Erwartungen oder was man von ihm für eine Erwartung hat, die ist 4. Man erwartet von ihm auf alle Fälle mindestens Stufe 4, wenn ich das richtig verstehe. Er hat jetzt Stufe 7. Höflinge, die 5 Jahre am Königshof gelebt haben, erhalten eine besondere Eigenschaft, die auf der Hofart beruht. De jure Territorium überzeugen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine Ratsaufgabe, die vom Ratsverwalter durchgeführt wird. Sie zielt auf eine de jure Grafschaft des Lehnsherrn des Ratsmitglied ab. Die im Besitz eines unabhängigen Herrschers ist. Wenn. Ah, ach so, wir können quasi. Wenn wir ein de jure Territorium haben, also quasi zum Beispiel, wir sind König von Frankreich und wir haben ein Gebiet, was nicht uns gehört, in Frankreich, dann können wir hier quasi eine Grafschaft dazu zwingen, oder die könnte dann ihren Lehnsherrn dazu zwingen, uns beizutreten. Das ist ganz cool. Das haben wir gerade schon gesehen. Stufe 8 wäre eine besonders starke Eigenschaft, die auf der Hofart beruht. Stufe 9. Einkerkernchance, monatliche Bekanntheit plus 5%. Und Stufe 10. Bildung pro Ruhmstufe plus 1. Ist aber natürlich auch das ziemlich schwerste. Ne? Das Ganze kostet 4,56 im Monat. Dann haben wir die stilsichere Mode. Bringt uns monatliches Prestige. Dann haben wir Festmahlaktivitäten, kann mehr Anspannung verringern. Ne? Umso höher, desto besser natürlich. Seht ihr auch hier, ne? Maximalstufe, exotische Verpflegung. Krankheitswiderstand. Ja, hier einige Dienerschaft, endlose Dienerschaft. Gibt auch Gastanwerbungskosten. Also relativ cooler Shit. Komplottstärke für Komplotte. Komplottwiderstand ist erhöht. Gäste bleiben viel länger. Gastakzeptanz für den Beitritt als Agent bei Komplotten an eurem Hof plus 20. Die Qualität einer abgeschlossenen Inspiration erhöht sich mit einer guten Chance. Relativ cooler Shit hier, ne? Ja,
Und dann haben wir noch Hofartefakte. Der Kelch von der französischen Kultur. Kurze Herrschaftsdauer minus 12%. Hofpachtbonus plus 2. Ist auch ein Top-Zustand. Sehen wir auch, woher der kommt. Derzeitiger Träger. König Charles von Westfranken. Zusammen mit Königreich von Westfranken ererbt. Das ist tatsächlich ein meisterlicher Gegenstand. Dann haben wir einen illustren Gegenstand. Religiös, Frömmigkeit, Meinung, Glaubensgeschwister plus 6. Und hier drüben haben wir noch eine Schädelkappe von Karl dem Großen. Das ist richtig cool. Auch hier ein illustrer Gegenstand. Kriegsvolk unterhalb minus 5%. Ritter-Effektivität plus 10%. Meinung, mächtiger Vasall plus 10. Das ist sehr stark. Hofpracht-Bonus plus 4. Was sehen wir jetzt hier nicht? Achso, der Dynastie-Banner gibt es noch. Und ein großes Wandornament. Dafür müssen aber Anforderungen erfüllt werden. Welche Anforderungen denn? Steht das irgendwie mit dabei? Also irgendwas muss hier erfüllt werden. Wenn das gemacht wird, dann gibt es nochmal relativ nette Boni, aber steht... Ich wüsste jetzt nicht genau, was ich da machen müsste. Na, steht nur, dass wir da quasi einen Anspruch drauf haben. Ein Symbol für die Autorität der Blutlinien all ihrer Mitglieder. Ausgestellt 1 von 3, ausgestellt 2 von 3. Ihr gehört zum Haus Karl. Achso, weil wir nicht zum Haus gehören. Cool, danke. So, okay, jetzt haben wir uns das Ganze mal angeschaut, wie das ausschaut. Ich finde es schön irgendwie. So eine kleine gemütliche Insel hier in der Mitte des Mittelmeeres. In der Mitte des Mittelmeeres. Und wir werden uns dann auf Sardinien noch ausbreiten. Das Ding ist, ich habe einige Verbündete und diese Verbündeten sitzen halt... Okay, ich habe nur noch zwei Verbündete, ich nehme alles zurück. Der eine sitzt leider ungünstig gelegen. Ne, der liegt eigentlich gut, aber der ist relativ schwach leider. Ne, der ist stark, 1700 Mann. Der ist schwach. Ich hatte doch noch einen... Ich hatte Savoyen als Verbündeten. Was ist mit dem passiert? Ah, da ist irgendwas passiert. Das ist nicht mehr so, wie es mal war. Bist du denn? Nein, das ist sie. Das ist sie. Sie ist es. Sie ist nur leider nutzlos geworden. Aber sie hat viele Ansprüche. Leider können wir die leider nicht durchsetzen, da wir nicht im katholischen Glauben keine weiblichen Ansprüche durchsetzen können, außer es hat irgendwelche anderen Probleme, sodass der katholische Glauben sagen wird, okay, das ist das kleinere Übel, eine Frau auf den Thron zu setzen. Das ist hier in dem Fall der Grund, dass es trotzdem nicht geht. So, dann holen wir uns den Anspruch. Er hat 655 Mann. Das Ding ist, also eigentlich würde ich mal fast schon behaupten, wir müssten es ja eigentlich auch so gewinnen, ne? 125. Ey, das ist nicht euer Ernst. Habt ihr das gerade gesehen? Es dauert eine Zeit, bis das rote X aufleuchtet. Wow. Einfach nur wow. Wir gehen direkt mal hier an Land und versuchen zu dem Berg zu kommen, um quasi eine Verteidigungsposition einzunehmen. Es ist nur die Frage, rufe ich einen Verbündeten mit rein? Das kann ich mir leisten. Ruf mir die mit rein, sicherheitshalber. Okay. Wir führten den ganzen Rotz hier an. Unser Ratsmarschall. Führt das einfach mal selber an. Die einzige Chance, die sie eigentlich hätten, wäre uns direkt anzugreifen. Machen sie nicht, halten hier eine Verteidigungsposition. Ist in Ordnung. Wir gehen uns jetzt hier erstmal auf den Berg. Wie der Berg heißt, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es ein Ardara. Der mag mich nicht, warum denn? Fingierter Anspruch. So, wir schlagen die kaputt. Oder? Gehen wir zur Hauptstadt. Ist es die Hauptstadt? Was ist denn hier eure Hauptstadt, Freunde? Was ist deine Hauptstadt? Doch, das ist die Hauptstadt. Wir lagen jetzt einfach mal die Hauptstadt. Er geht weg. Also der hat wirklich Schiss vor uns. Ah, das könnte sich gerade erübrigt haben. Kommt ihr zur Verstärkung, bitte. Wir haben nicht gleich ein Problem hier, weil die sind ein bisschen stärker geworden. Wir haben hier leider ein paar Leute verloren durch die Belagerung.
Haben halt auch keine Belagerungswaffen dabei. Könnten welche anheuern. Da ist aktuell aber eher das Geld ein Problem. Agi, wie habe ich das Geld nicht? Warum habe ich... Hä, ich habe doch 61 Gold. Achso, wir haben... Unsere Kriegsfolge ist bereits auf dem Maximum. Das ist das Problem. Die gute Frau Perrine ist schwanger geworden und... Ah, er hat ein Bündnis geschlossen mit... Dicardo von Cagliari. Ah, smart, aber das sind nur 500 Mann. Das ist zu schwach für uns. Erstmal den Entwicklungszuwachs in unserem Reichssitz erhöhen. Es ist relativ ungünstig gelegen, unser Reichssitz. Das muss man auch einfach mal mit dazu sagen. Die Lage ist nicht ideal. Ach, schau mal. Ach, sehr schön. Die bekommen auf die Schnauze, während wir uns die Hauptstadt holen. Er ist jetzt hier auch wirklich beigetreten, der Kollege. 20 Gold gibt es hier zum Klauen. Da gibt es nicht so viel. Da unten werden auch nochmal 20 Gold. Der Kollege macht das jetzt aber alles alleine. Brauchen hier gar nichts mehr machen. Gehen wir mal kurz mit rein in die Schlacht. Lass mir doch nicht nachsagen, ich hätte ja nichts gemacht. Jetzt gehen wir nur kurz nach unten, damit ich die Hauptstadt von denen schnell erobern. Schnell. Eine Tochter, das ist schön. Ich brauche mal Töchter. Wir haben ja bis jetzt nur Söhne gebärt. Bekommen. Eine wertvolle Geisel noch gefangen genommen. Ach, schau mal an. Okay, ich verstehe. Wir haben die Belagerung quasi in der letzten Sekunde nicht mehr geschafft. Weil uns die Truppen ausgegangen sind. Ist aber nicht weiter schlimm. Also eigentlich ist es schon schlimm. Ich hätte das Gold schon gerne gehabt, aber egal. Wenn man nicht päpstlicher als der Papst ist. Und damit hat man das Sassari in unser mallorcanisches Reich eingegliedert. Da ist nur leider Kultur schlecht und Glaube schlecht. 5 Jahre. Zum Glück haben wir einen relativ fähigen Burschen. Und dann hier auch einmal mit die Kultur fördern. 9 Jahre dauert das Ganze. Das Icon haben sie übrigens überarbeitet. Mach mal komplette Stör... Das haben sie auch anders angeordnet. Ihr seid für richtige Böslinge. Seid ihr. Paradox. Warum magst du mich eigentlich nicht? Grandler. Mal schon mal sagen. Okay, wir nehmen jetzt hier unsere Eroberung erstmal positiv zur Kenntnis. Ihr seht das ja, prestigetechnisch und goldtechnisch ist aktuell so eine Sache. Schutz gegen Fraktionen. Eine Fraktion kann gefährlich werden, wenn man ihr nicht Einhalt gebietet. Öffnet diesen Ratschlag, um eine Erklärung zu erhalten. Ich bedanke mich viele Male für diesen netten Versuch, mir zu erklären, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß, es gibt sicherlich viele, die das sehr zu schätzen wissen. Ich persönlich als Gottkrabbe brauche das nicht. Aber ich bedanke mich für all diejenigen, welche so ein Tutorial gerne für sich erblicken möchten. So. Das Ding ist... Titelverkauf kostet Prestige. Gibt es nicht die Möglichkeit, auch Kontrollzuwachs? Plus nur, wir machen erstmal Kontrollzuwachs. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Machen dann noch Bellum Justum. Jetzt werde ich in den Krieg gerufen. Das ist nicht nett. Gegen wen denn? Oh, es geht um das Fürsterzbistum von Westfranken. Natürlich unterstützen wir euch. Wir heben gleich mal unsere Truppen aus. 1000 Mann sind bereit zu kämpfen für euren Zweck, Milord. Milord Freund. Wie heißt denn der? Graf Werner. Ach, der gute Graf Werner, klar. Unsere Kinder sind verbändelt und verbandelt. Die gute Gurun, eine neugierig, geduldige Persönlichkeit, vermählt mit Ich habe übrigens vergessen. Ah, ich bin so dumm, ich habe vergessen, ihn auszubilden. Ist ganz okay, was er genommen hat, aber trotzdem war es ein Fehler von mir, ihn nicht direkt persönlich auszubilden. Wir sind noch relativ jung. Da kann noch vieles passieren unseren Kindern. In Rente gehen oder sowas, Herzinfarkt. Ah, die haben eine Schlacht gewonnen. Die Schlacht von Worms hat 26% Warscore gebracht. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir jetzt uns auch noch auf den Weg machen. Jetzt ist mein Ratsverwalter gestorben. Ah, Leute, ich habe keinen wirklich... Ach Gott, Herr im Himmel.
Wir brauchen dringend einen guten Ratsverwalter. Und damit meine ich auch wirklich einen guten Ratsverwalter. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Haben wir denn einen Gästling am Hof? Nö. Meine Tochter ist übrigens auch ein sehr fähiges Kind. Visigotisch, schau an. Iberischer Herkunft. Der wäre nicht schlecht eigentlich. Würde gerne eine matrilineare Heirat haben. Dass er in unsere Dynastie reinkommt. Da hätten wir zumindest unsere Kultur mal wieder mit am Hofe. Okay. Und damit, warum bist du in Sofia? Grundzurückhaltung minus 50. Weil die natürlich noch nicht direkt verheiratet sind. Das ist wieder so ein Punkt, den habe ich wieder etwas verdrängt. Ja, da mach mal sie. Das ist die schlechtmöglichste Person, die man da machen könnte, rein theoretisch. Es sieht aber gar nicht mehr so gut aus. Doch, die gewinnt die Schlacht auch wieder. Ich bin auch noch rechtzeitig mit eingetroffen und mit dieser Schlacht mit... Hä? Warum habe ich jetzt da einen Punkt freigeschaltet, wenn ich hier eigentlich bin? Hä? Bekommt man passiv Erfahrung oder jetzt? Oder wie? Okay, das verstehe ich. Ich verstehe einiges nicht. Das verstehe ich jetzt noch viel weniger aktuell. Tatsächlich. Warte mal, wir haben 12. Der Krieg ist vorbei. Können unsere Truppen wieder auflösen. Okay, sie mag mich. Sie mag mich auch. Meine eigene Frau mag mich. Warum magst du mich denn nicht? Verlöbnis gebrochen. Mögen mich jetzt alle deswegen nicht, oder was? Nee. Ist nur die eine dumme Nudel. Hier, komm, beeinflussen wir dich mal. Weil ich das Verlöbnis von unserem Kind gebrochen habe mit einem Mann, den sie eh nicht wollte. Sie sollte mal ein bisschen dankbarer sein. Ich habe zu wenig Ritter. Gut, ich habe auch nicht wirklich Optionen. Ich habe auch nicht genug Prestige. Ne, ich kriege keine passive Erfahrung. Keine Ahnung, wo die herkam. Was kostet mich eigentlich das Herzogtum von Mallorca jetzt? 250, ne, 212. Oh, das ist nicht schlecht, das ist okay geworden. Er ist ein gutes Kind. Also eigentlich nicht, er ist eigentlich eine Katastrophe, aber wir haben nichts Besseres aktuell. Wir müssen damit zurechtkommen. Mein Gott, wir hätten ihn. Rein theoretisch, er ist auf alle Fälle deutlich besser. Aber leider ist es mir nicht möglich. Also es wird... Warum können wir es eigentlich nicht holen? Plenarsitzung fehlt uns. Hm, 62 Jahre. Das dauert halt alles so lange. Um sich das zu holen. So, immerhin religiös ist das Ganze bald angepasst. Wir müssen jetzt halt aufpassen. Die werden jetzt hier dann demnächst Faxen machen in kürzester Zeit. Da ist dann halt wichtig, dass wir dann auch gleich reagieren. Und unsere Armee auch aufstellen. So, jetzt machen wir hier. Natürlich erschrecken, Kontrollzuwachs plus 0,3 im Monat. In Kombination mit dem haben wir plus 0,6 Kontrollzuwachs im Monat. Das ist gut. Hilft uns hier. Und hier sind wir eh schon auf Maximum. Erhöht auch unsere Einnahmen natürlich. Und erhöht auch unsere Kontrolle hier in Logudoro. Da haben sie immerhin schon mal was gebaut. Da ist auch ein bisschen was gebaut. Ich versuche herauszufinden, was wirklich interessant wäre zum Plündern. Wir haben hier noch einen Tempel mit dabei. Und im Tempel gibt es tatsächlich Gebetshallen und Weideland. Das heißt, das wäre ein relativ interessantes Ziel. Aber ich möchte die Insel eigentlich schön erobern. Falls es den Begriff überhaupt gibt. Aber es ist soweit. Wir werden das Herzogtum von Mallorca gründen. Ich muss nur das Banner anpassen. Das ist nicht das Richtige.
Und damit haben wir es nach 18 Jahren geschafft, von einem kleinen Graf zu einem mächtigen Herzog aufzusteigen. Wir müssen jetzt ja, wie gesagt, nur das Banner anpassen, weil das finde ich ja ganz toll. Warte mal ganz kurz. Warte mal, stopp, wir können mal was kurz... Hä, Moment. Moment. Pass auf, folgendes. Wir machen das hier. Das hier und kopieren das Ganze. So, und dann nehmen wir das jetzt und tun das hier einfügen. Haha! Bleiben auch bitte rot. Ja. So. Sehr schön. Das Herzogtum von Mallorca, meine Freunde. Mehr Prestige erhalten wir gleich mal, auch mehr Bekanntheit. So muss es sein. Unser Weg zu einem Königreich ist auch nicht mehr fern. Wobei der Krieg um das Königreich von Valencia könnte interessant werden. Ich denke mal, es läuft eher darauf hinaus, dass wir das Königreich von Sardinien wahrscheinlich gründen. Langfristig. Die werden in 3 Monaten ein Ultimatum stellen. Also jetzt. Das werden sie auch gleich machen. Deswegen heben wir unsere Truppen hier gleich mal aus. Und ihr kriegt auf die Schnauze. 288 Mann. Sind natürlich sofort tot. Damit haben wir jetzt hier unsere Ruhe. Religiös bekehrt sind sie ja eh schon. Er hat die Eigenschaft ehrlich. Das ist hervorragend. Ist ja eine Tugend für unseren Glauben. Kulturakzeptanz fördern. Verringert Entwicklungszuwachs. Ja. Kurz die Kontrolle steigern. Hiermit, ihr seht, unser kompletter Hofstab arbeitet hier. Und ich würde sagen, wir gehen als nächstes tatsächlich dann einmal nach Olbia. Dafür fingieren wir einen Anspruch. Das Gold dafür haben wir. Die Kultur wird noch ewig dauern. Das ist das Problem leider mit... So. Wir haben leider nur schlechte Eigenschaften hier. Aber ich würde ihn mal trotzdem einstellen. So teuer ist der nicht. Wenn ihr später entscheidet, dieses Amt aberkennen, wird es euch 200 kosten. Ist nicht so schlimm. Ich denke, er wird vorher sterben. Bevor hier wirklich mal was passiert. Okay, jetzt könnten wir einen Artefakt in Auftrag geben. Das ist teuer. 100 Gold kostet uns das direkt. Wenn Kriege erklären gegen wen? Oh, der ist aber auch unentspannt hier. Bejaia. Ja, Legionskrieg wäre das, aber das wäre aktuell tatsächlich Selbstmord. Seid gegrüßt, mein heiterer Lehnsherr. Ich habe eine höchste widerwärtige Wahrheit über Bürgermeisterin Argilo in Erfahrung gebracht. Auch wenn es mich anekelt, diese Sache an euch heranzutragen, so muss ich euch doch mitteilen, dass diese Frau Geheimnisse der beunruhigendsten Art vor euch hat. Wer bist du denn überhaupt? Mein Ratsverwalter? Der ist aber komplett schlecht. Komm, mach einen Abgang. Wir müssen auch ein bisschen darauf achten, ob das Sinn macht oder nicht. Er ist ein Wohlstandsschaffer geworden. Tja, ich würde gerne auf Großteilung switchen, aber wir brauchen dafür die begrenzte Lehnsautorität und die haben wir nicht. Und da wir die Plenarsitzungen wahrscheinlich auch nicht in unserem Leben mehr abschließen werden können, ist sehr unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Das heißt, wir werden auf alle Fälle einen relativ großen Erbfolgekrieg bekommen. So, 1157 Mann auf feindlicher Seite. 507 kommen auch hier aus Cagliari wieder. Das ist ja quasi wieder der zweite Krieg hier. Also was wir jetzt hier machen ist natürlich den Krieg erklären. Wir rufen auch in diesem Fall wieder... Oh, er ist Herzog Werner von Westfranken geworden. Meinen tiefsten Respekt an meinen Freund und Kampfgenossen. Er ist auch aggressiver Angreifer, flexibler Anführer und ein Pionier. Und Stratege. Aber auch ein fehlgeleiteter Krieger. Und trotzdem wird er stark genug sein, um seine Feinde zu zerquetschen. Im Gewand des Todes. Oh. Ihr werdet jetzt gleich Zeuge eines unfassbaren Massakers. Wir haben plus 22, das sind 44% mehr Schaden. 46% mehr Schaden. Jetzt haben wir richtig schlecht gewürfelt und trotzdem machen wir noch so viel Schaden mehr. Jawohl, so mag ich das doch.
Perfekt, die sind schon mal ausgelöscht. Wir haben 69 Mann verloren gegenüber 260. Das war eigentlich schon fast mit hier ein bisschen die direkt die erste Entscheidung. Die ziehen sich jetzt zurück. Die haben hier sich quasi hinbewegt, um hier die Schlacht zu unterstützen. Hat ihnen nur leider jetzt so nichts mehr gebracht. Jetzt gibt es hier die nächste Schlacht. Den führt der gute Garton an. Der hat auch nur noch ein Auge. Sein anderes Auge ist ein bisschen aufgeschlitzt worden. Oh, der Arme. Doch, wir können schon was tun. Wir können einen Arzt engagieren. Oder wir hoffen jetzt mal, dass wir einen besseren bekommen. Der letzte Arzt war kompletter Müll. Nächster Sieg. Die sind beide Müll. Die sind einfach alle Müll. Ich habe wirklich nur Müll. Tun ihn jetzt einfach mal einsetzen. Hauptsache, wir haben überhaupt erstmal irgendeinen Arzt. Und es ist dann auch hier Richtung Olbia auf dem Weg machen. Will ich an der Stelle sagen, war eine interessante Folge. Kleine Gebietsgewinne. Ich bin auch gespannt, wie die Karte sich entwickelt natürlich. Jetzt mit Patch 1.5. Bleibt dabei. Mach's gut. Tschüssi.